Hi, Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Und heute habe ich Evan Williams Kentucky Straight Bourbon Whiskey Single Barrel. Wow. Vintage, also 43,3% Alkohol. Put in Oak 2005. Auf der Rückseite steht genau, es wurde auch barreled on. Denn 11. Mai 2005, Barrel Number 373, also 373, und Bottled on den 12. April 2015, also knapp 10 Jahren wurde das hier auch gelagert. Und ich lese einfach mal hinten auf der Flasche: This whiskey was personally selected by our master distiller. Also dieser Whisky wurde persönlich auch ausgewählt von unserer Master Distiller, also der Brennmeister, as the purest achievement of the bourbon making art. Als der reinste besondere Leistung. Ich habe immer Probleme, Achievement zu übersetzen. Of the bourbon making art. Von der Kunst, Bourbon herzustellen. It embraces all the qualities of a truly great bourbon. Es umfasst alle großartigen Qualitäten von einem super Bourbon and bottled unblended to preserve its individuality. Also ohne Wasser hinzuzutun, würde das hier auch dann eine Flasche abgefüllt. Vintage dated as a measure of its maturity. Also datiert, damit man sehen kann, wie lange es gereift hat. Also echt nett. Eine Single Bottle, nicht schlecht. Wir haben hier mit zu tun mit Evan Williams. Evan Williams gibt es von seit 1783. Ein Mann namens Evan Williams ging als Siedler nach Kentucky und hat an den Ufer von der Ohio River eine Destille damals dann auch aufgebaut. Ja, ob das wirklich in 1783 war oder nicht, streiten sich die Historiker darüber. Ob der Evan Williams wirklich der erste Kentucky Distiller war, darüber streiten sie sich auch. Auf jeden Fall hat das Ding hier nicht durchgehend immer produziert, egal. Was wir haben, ist mit der Evan Williams der zweitbeste Kentucky Bourbon. Nicht best, am meist verkauft Kentucky Bourbon. Jim Beam ist besser, also wird mehr verkauft, aber Evan Williams am zweithäufigsten. Und was wir auch haben hier ist eine Gewinner, eine fünfmal hintereinander Whisky des Jahres in Amerika. Und das ist nicht ohne. Heaven Hills, also wir kennen Heaven Hills vielleicht von Elijah Craig. Wir kennen Heaven Hills auch vielleicht sogar von Heaven Hills. Auch dazu habe ich ein Video gedreht. Und wir kennen Heaven Hills auch vielleicht sogar von Bottled and Bond. White Label, also 50%. Hier haben wir mit 43,3% zu tun. Ja, wir füllen mal ein bisschen was ein. Also das Schönste war, das war in diesem Wachs. Ich finde das echt genial. Also an der... Nach des Abgefüllen gibt es Frauen meistens, die diese Flaschen nehmen, drehen sie um, tauchen sie in diesen Wachs und dann gibt es hier diese wunderschöne, hier ist es zumindest in Schwarz, bei Maker's Mark gibt es das in Rot und so. Ich finde das eine gute Sache, hat was, ist ein bisschen nervig beim Öffnen, da muss man irgendwo hin mit dem Wachs, aber naja. Mild, mellow. Sehr nice, gefällt mir. Hier hat man auch ein kleines Büchlein hier mitgehabt. There's Bourbon, Single Barrel Bourbon and Evan Williams Single Barrel Vintage Bourbon. Fand ich süß denn da. Und so, hier steht Whiskey of the Year, Domestic Whiskey of the Year, Spirit of the Year, Whiskey of the Year, Year after Year after Year. Uncork a bottle of Evan Williams Single Bond Barrel Vintage Bourbon for a date you will always remember. Also man wird immer daran denken, wenn man dieses Bourbon aufgemacht hat.
Oh ja, also viel, viel, viel Karamell. Bisschen Mais, ein bisschen Süße dabei. Alkohol ist nicht überwältigend, gerade 43,3%. Komisch, oder? 43,3%. Also auch sogar bei Proof kommt es nicht gut hin. Das ist 86,6% Proof, also. Aber gut, wunderschön in der Nase. Wir sind schon jenseits von 40 Euro für so eine Flasche. Ob sich das lohnt, weiß ich nicht. Lass uns mal probieren. Ja, es lohnt sich. Sehr gut. Mild. Abgang ist gegeben. Wenig Pfeffer, wenig Alkohol, wenig, sondern richtig, wie es sich gehört. Schon gesagt, glaube ich, mit Karamell, Vanille, Mais, bisschen Eiche sogar ist auch dabei. Hey, also 10 Jahre lang, also muss irgendwas an Eiche da sein. American White Oak muss irgendwo herauszuriechen sein. Von der Farbe, also nie irgendwelche Farbstoffe hinzugefügt, ist nicht erlaubt. Ja, probieren wir noch einmal. Eine Nase ist echt richtig, richtig angenehm. Steht auch denn da? Smooth Tasting. High Ratings. Also mild im Geschmack und hohe Punktzahl. Hoch, hoch bewertet. Und ein bisschen so die Beine da sehen, also ohne überhaupt was da drin zu haben, ist immer noch, das läuft so ölig runter. Mir geht's gut. Da muss ich echt schon sagen, dass das richtig, richtig edel ist. Also, irgendwann werde ich mal an meine 5, 10 Top Bourbons machen. Four Roses Single Bottle, a Single Barrel ist auf jeden Fall dabei. Und ich glaube auch Evan Williams. Also der hat was. Absolut ausgewogen. Reif. Mild. Komplex. Nee. Nicht schlicht, nicht komplex. Aber reif. Wie ich das so denke und so möchte. Jemand hat einmal gesagt, Whisky ist Sonnenschein in der Flasche. Hier kann ich sagen, jo, kann sein. Das bringt ein bisschen Sonnenlicht hier in meine Mound, meinem Leben und sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Also Jason sagt, wenn man das findet, Evan Williams Single Barrel Vintage Bourbon. Absolut Daumen nach oben. Lohnt sich. Eine der besten Whisky, schon Bourbon Whiskys, Kentucky Straight Bourbons, die ich so kenne. Auf jeden Fall in der Top 5, wenn nicht in der Top 10, die ich jemals probiert habe. Also sehr, 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 sehr gut. Ja, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners mit einer sehr deutlichen Kaufempfehlung hier gehört. Meiner Meinung nach in jedem Bourbon-Liebhaber Vorrat. Einiges kann man darauf verzichten, aber das hier möchte ich nicht darauf verzichten. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Okay, falls ihr Kommentare, Ideen, Feedback habt, bin ich immer gerne bereit, was zu hören, daraus zu lernen und damit auch bessere Videos zu drehen. Bis demnächst.